Das Thema Sicherheit wird bei Unterrheiner Forstgeräte im Buch bei Julbach sehr groß geschrieben. Da hängt er mit seinem Klettergurt dran und das andere Ende vom Kletterseil klickt er sich da ein, dann ist das Doppelseilsystem. Da hängt er am Gurt dran und dann, wie es gleich sehen wird, kann er da überall einen Baum umeinander klettern. Eindrucksvoll erklimmt dieser Arbeiter ohne große Anstrengung mit den passenden Seilzügen diese Baumkrone und kann fast spielend mit dem Entasten beginnen. Deshalb veranstaltet der erfolgreiche Unternehmer Gerd Unterrheiner jährlich den sogenannten Pfanner Day. Die Produkte des gleichnamigen Herstellers stehen für ausgezeichnete Qualität und Sicherheit bei der Waldarbeit. Ja, das sehen wir uns schon auch in der Pflicht, da was zu machen. Weil das ist auch mit unserer Aufgabe, dass wir sagen, Mensch, wir klären auf, wir als Hersteller von Forstmaschinen und Ausrüster müssen da einfach auf Aufklärungsarbeit leisten. Und wir sind da auch mit den Berufsgenossenschaften sehr, sehr gut in Kontakt, um da wirkliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Ein Ast, der von einem Baumstamm aus einer Höhe von 5 Meter herunterfällt, hat am Auftreffpunkt eine Energie von 500 Kilobond. Der Helm hat es schadlos überstanden. In dem zweiten Versuch haben wir gesehen, was mit dem Krautkopf passiert, wenn da kein Helm drauf ist. Das wäre Ihr Kopf ungeschützt bei der Waldarbeit, wenn ein Ast herunterfällt. Die Sicherheit ist extrem wichtig. Man sieht immer wieder, wie schwere Unfälle passieren. Und dass diese vermieden werden hätten können, wenn der Benutzer oder der Arbeiter im Wald einen Helm auf hätte oder wenn er eine Schnittschutzhose an hätte. Sicherheitsschuhe, glaube ich, brauche ich nicht erwähnen. Das ist so, so wichtig. Erst vor ein paar Tagen wieder ein tödlicher Unfall im Wald, sogar in unserer Nähe hier, ohne Helm. Da sieht man jetzt perfekt die Wirkungsweise des Schnittschutzes. Dass die laufende Kette hat diese lange Faser herausgerissen aus der Hose und die wickelt es um das Antriebsritzel, um das Antriebsaggregat der Kettensäge. Dadurch wird die Kette so stark gespannt, dass sie stecken bleibt. Bei der Pfanner Modenschau wurde dann die Qualität und Sicherheit gepaart mit modernem Design vorgeführt. Die Zuschauer waren sichtlich begeistert. Nächsten Donnerstag haben wir Outdoor-Bekleidung. Es war eine sehr gelungene und überaus informative Veranstaltung. Da waren sich alle einig. Eindrucksvoll konnte den Besuchern gezeigt werden, wie wichtig sichere Arbeitskleidung und ein guter Kopfschutz sind. Eine kleine Sensation war der Versuch, den Weltrekord im Kettensägewechsel einzustellen. Die Bestzeit von gut 8 Sekunden galt es zu unterbieten. Klasse gemacht, neue Bestzeit. Gratulation. Die Calimero Showtanzgruppe aus Emmerting bildete den gelungenen Abschluss dieses informativen Sicherheitstages im Hause Unterrheiner Forstgeräte, den es auch im nächsten Jahr wieder geben wird.